Jojojo Leute und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Let's Play Minecraft Day China Edition. Wir brauchen Holz, wir brauchen Holz, genau. Denn wir wollen ja das Dach und sozusagen den Zwischenboden da machen. Also den Boden für die zweite Etage. Obwohl eigentlich ist das ja die erste Etage, weil das eine ist halt das Erdgeschoss. Ja, ja. Ich habe aufgepasst im Deutschunterricht oder so. Und da ist ein Birkenwald. Na toll. So ein häsiges Holz kann ich nicht brauchen. Ich brauche nur dieses Schöne. Ich habe immer noch das Texturepack drin. Und schön, dass ich euch das einfach immer sage. Wahrscheinlich habe ich gar keine Zuschauer. Ich weiß es nicht mal. Das ist so schlimm. Ich habe immer noch nicht geguckt, ob überhaupt irgendwer meine Videos guckt. Aber ich mache es ja auch nur zum Spaß. Selbst wenn keiner meine Videos hier angucken würde. Ich hätte es trotzdem weitergemacht. Weil, da kann man sich einfach, da kann man einfach sagen, und was machst du so in deiner Freizeit? Ja, ich mache YouTube-Videos. Und dann sagen schon alle, oh, cool. Okay, ich erzähle, wie, das ist ein falscher Baum. Oh mein Gott. Ich erzähle schon wieder Scheiße hier. Egal. So. Und das reicht auch wieder, glaube ich. Zack. Einmal schnell rüber gejumpt. Einmal schnell hier hochgejumpt. So. Und so. Ja, okay, das muss jetzt aber reichen. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Dann mache ich mir hier keine Decke. Weil die ist dann zu kostenspielig. Oder zu kostspielig oder zu kostenspielig, keine Ahnung. Zack, 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 zack. So. Und aus was soll dieser Boden sein? Kabel oder auch dieses Holz? Keine Ahnung. Können die hier eigentlich weg? Ja, die hier drin können eigentlich weg. Ist das auch nur 3 hoch? Dann habe ich aber einen ebenen Boden und nicht so richtig Pinöpels in den Ecken. So. Mal gucken, vielleicht habe ich auch noch einen Dachboden. Wer weiß. Mal gucken. Aber erstmal machen wir hier einfach nur so eine Decke rein. Ich habe keinen Bock auf das Dach. Das Dach dauert immer am längsten. Oh. Wie gesagt, ich verbaue mich sehr oft. So, jetzt verbaue ich mich aber. Oh, wie gesagt, ich verbaue mich nicht. Ich verbaue mich sehr oft. So, oh, das sieht doch schon mal schön aus. Mann, aber wenn ich jetzt hier den Boden mache, dann berühre ich immer den. Ah, ich hätte es noch einen höher machen sollen. Egal, mal gucken, wie das aussehen würde, wenn ich hier schon die Decke machen würde. Zumindest fürs erste Geschoss. Kann man ja alles wegmachen, das ist ja das Gute an Minecraft. Alles weg. Na, oder erstmal alles hin, würde ich sagen, ne? So, ja, okay, geht aber in Ordnung. Würde ich sagen, oder? Geht in Ordnung. Bloß weiß ich jetzt noch nicht, wie ich die Treppe machen soll. Ich glaube, dafür muss ich das Fenster hier schon fast rausreißen. Damit ich hier so eine Treppe hinmachen könnte. Weil so eine Leiter, einfach so ein Loch mit einer Leiter, das finde ich nicht so schön. Nicht so schön. Deswegen mal gucken. Oh nee. Das wird eine richtig fette Treppe hier, ey. Kann ich da oben ja gar nichts hinstellen, schon fast. Oh, ich habe sogar diese Stufen mit. Okay. Hm, ja, okay, geht. Dann würde ich hier mein Bett stehen, so. Da. Und dann könnte ich immer die Sonne untergehen sehen. Hier muss dann aber ein Zaun hin. Da muss schon ein Zaun hin. Komm, mache ich mir hier schon mal eine Workbench.
Stell die erstmal dahin. Und dann kann ich das Bitchwood verwenden, um Sticks zu machen und um Zäune zu machen. So. Okay, das reicht glaube ich aber noch nicht. So. Okay, das reicht glaube ich aber noch nicht. So, okay. Ich hoffe, das reicht. Okay, es hätten sogar weniger reicht, egal. Ich will mich nicht beschweren. So sieht das Ganze doch schon besser aus. Okay. Hier kommt dann eine Kellertreppe rein. Das kann ruhig auch so ein Loch bleiben. Und dann kann hier auch das Fenster bleiben. Weil hier kommt dann das Kellerloch hin. Hier mache ich dann einfach so einen Weg runter. Da. Und da kommt dann das Lagerraum rein. Da, oh, das sieht doch schön aus. Das müssen wir mal testen. Unsere erste Hütte ist fast fertig. Ein Dach fehlt noch. So ein spitzes. Und mit einem flachen sieht das nicht so cool aus. Und jetzt können wir schon mal die Aussicht beim Schlafen testen. Schnell, 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 dann ist es gleich zu Ende. Schnell, schnell, schnell. Warum kann ich da kein Bett hinsetzen? So, und jetzt. Aha, und wenn da jetzt die Sonne so wäre. Ja, ja. Ja, ja, das sieht schon schnieke aus. So. Und jetzt kann ich auch die Kisten nochmal hierhin verschieben. Ach, schön, schön, schön. Dass das so alles schön geklappt hat. Auf das Dach habe ich jetzt aber keine Lust. So, Alter, wie lange hält unser Equipment eigentlich? Fällt mir gerade was auf. Kiste? Ja, gut. Jetzt liegt da einfach der ganze Stuff. Die Diamanten auch. Stell dir vor, jetzt sterbe ich, werde nicht neben meinem Bett gespawnt und alles despawnt einfach. Das wäre der Horror. Und ich glaube, hier muss ich mal, damit ich mir hier nicht immer den Kopf stoße. Falls das geht. Ah, ja, ja, ja. Das ist doch schon besser. Und da ich jetzt noch nicht meinen Lagerraum im Keller habe, muss ich die Kisten hier irgendwo erstmal hinstellen. So. Damit ich hier noch schnell die anderen Sachen holen kann. So. Das reicht ja erstmal an Platz, glaube ich. Hoffe ich, meine ich. Ist da ein Loch in der Wand? Ja. Hier fehlt ein Glas. Habe ich noch gar nicht gesehen. So, ja, reicht. Habe ich jetzt hier zufällig Erde? Nee, war ja klar. Könnte ich das hässliche Loch da in der Wand nämlich auch wieder wegmachen. Und so. Jetzt brauche ich Gravel. Habe ich nicht. Na toll. Jetzt. Oh. Nur 6 Stück. Daraus könnte ich jetzt nämlich hier so einen schicken Weg zum See machen. Hätte ich es mal doch mitgenommen. Naja, egal. Und jetzt. Hier kommt dann erstmal die Craft. Ah, ja, ja, ja. Habe ich noch Glas da? Der Ofen kommt daneben. Das Loch wird gestopft. Und jetzt muss ich das oben noch ausleuchten, dass da mir auch ja kein Creeper spawnt und mir alles wegwurmt. Das wäre schade. Deswegen. So. Ah, schön. So langsam. Langsam wird was. So langsam entsteht hier doch schon was Kleines. Was Kleines, Schönes. Braune Wolle. Braucht kein Mensch. Das ist echt eine kleine Hütte. Und ich würde sagen, wir könnten schon anfangen mit dem Keller doch. Dafür brauche ich Leitern. Leitern. Zwar nur 3 Stück oder so, aber ich brauche Leitern. Oh, ja, genau. So funktioniert das. So. Ja, 3 Stück, perfekt. So. Einen kleinen Lagerraum einfach. Für ein paar Kisten.
Irgendwann mache ich mir dann noch eine automatische Getreidefarm und alles. Ach, ich sehe es schon genau vor mir. Auch eine eigene Mine baue ich mir irgendwo. Und hier ist schon wieder Eisen, ich glaub's nicht. Ich werde verfolgt. Zack, 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 zack. Jetzt mache ich schon meinen Boden kaputt. Na, ich hätte ihn eh nicht aus diesem Stein da gelassen. Eigentlich kommt mein Lagerkeller immer pur aus Cobblestone. Ich baue jetzt mal was. So. Für die Wand dahinter. 1, 2, 3. Fertig. Also, die Lagerung noch nicht, aber die Treppe schon mal, also die Leiter schon mal hoch. Und was soll ich jetzt machen? Kann ja eigentlich schon mal weitermachen. Ja, komm. Hebe ich erstmal den Boden aus. Warte, hier kann eine Doppelkiste. Und da eine Doppelkiste. Und eigentlich müsste das nur noch einen weiter. Noch eine Doppelkiste hin kann. Oh, genial. Eine andere Schaufel habe ich nicht. Naja, mache ich mir gleich eine neue. So langsam könnte ich dann nämlich doch schon welche gebrauchen. Also ich brauche sie nicht dringend, aber für solche Arbeiten hier ist das dann doch schon schöner. So, so. Da muss ich jetzt hier nicht immer nervig abbauen. Aber die Schaufel hat echt lang gehalten und die Spitzhacke hier jetzt auch schon. Ne, ich gehe jetzt ja auch gerade nicht minen. Und es ist schon wieder Nacht. Ich war der Meinung, ich habe gerade ein Skelett gehört. Und dann wäre ja schon echt wieder schnell Nacht geworden, oder? Aber es ist. Ah, ne, okay. Vielleicht war es auch irgendwo in der Höhle unter mir. Und Stein. Und ich kann mir gleich eine Spitzhacke machen. Eine Spitzhacke. Eine Schaufel. Und zack und zack. Fertig. So. Dann, weil die Wände sind ja auch noch alle aus Erde. So. Und wie gesagt, da wird bei mir meistens pro Cobblestone, damit es so aussieht wie so ein Bunker, Kerker, keine Ahnung. Und ich weiß auch schon, was ich mit der anderen farbigen Wolle da machen kann. Vielleicht ein Gemälde oder so für oben, damit das da nicht so leer aussieht. Steht ja mittlerweile nur im Bett. Mittlerweile, bisher nur im Bett. So. Ich sehe hier hinten nichts. Auch gut. Der Raum auch schon fast fertig. Ey, bin ich schnell oder warum kommt mir das nur vor? Mann, ey. Ich meine, wie viele Folge ist das? Die 8 oder so? Und ich habe schon ein Haus hier und schon fast einen Lagerraum und alles. Sonst brauche ich für sowas Jahre. Also nicht wirkliche Jahre, aber du weißt, was ich meine. Da kann auch noch nicht. Also hier. Ah. Okay. Baue ich mir erst mal. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Holz für so viele Kisten, oder? Egal. So, so, so. Okay, für 6 Kisten. Und dann noch, was das hergibt. 40. Wie viel sind das? 5, glaube ich. Ja. 11 Kisten. Okay. So eine kleine Kiste muss bleiben. Oh. Müssen noch ein weiter. Oder nee, Moment. Vielleicht auch nicht. Denn dann könnte ich hier das so machen. Und eine Kiste brauche ich noch. Ja, okay, das sieht doch schon besser aus. Und geht die Sonne unter? Fast.
Holz, Holz, Holz. Boah, ich muss mal echt Holz holen gehen. Ich habe kein Holz mehr. Kann ich auch die hässlichen Bäume nehmen? Ich glaube, eine Folge lang gehe ich mal nur Holz holen. Nee, das wäre zu viel. So. Eine Kiste brauche ich noch. Und das kann ich erstmal da rein tun. Und dann mal mir gleich Gemälde noch. Stöcker und Wolle. Stöcker und Wolle. Wie viele mache ich? Ich mache erstmal 3. So. Und dann können wir eins schon mal hier oben anhängen. Das sieht hässlich aus. Das ist zu groß. Asymmetrisch. Das muss genau. Es gibt gar kein Dreierbild. Da muss das so ein 2 nach oben. Einfach. Also wie weit fliegen die denn weg? Oh, eins habe ich schon verloren. Was, wenn ich das da oben... Nein. 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 Mann! Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Jetzt habe ich schon wieder eins verloren, oder was? Hä? Egal. Oh, jetzt sind alle weg. Hä? Das eine ist echt weg. Magie. Da soll doch einfach... Es gibt auch welche, die 2 hoch sind, oder nicht? Ein breit, aber 2 hoch. Wow, das ist... Das wird... Wird das passen? Ja, das ist auch 4 breit. Und ich verliere alle. Gibt's... Hä? Bei dem Texture Pack gibt es keine, die 2 hoch sind, oder was? Boah, sonst kriege ich immer so welche und jetzt kriege ich gar keins? Komm schon, das ist ja wohl verarsche. Ja, geil. Ach, sieht das nicht schön aus, wenn ich mich jetzt hier... Guckt euch das doch mal an. Okay, da müsste auch noch Glas hin eigentlich. Das wird geil. Das wäre geil. Mal gucken. Nee, oh, schade. Wohl mal gucken. Dann wäre so eine kleine Glasfront. Und es gibt echt nicht so ein Bild. Scheiße. Nee, das sieht aber nicht so schön aus. Das muss wieder weg. Und ich will da jetzt so ein Gemälde hinbekommen. Nicht so eine hässliche Pinnwand. Und nicht so ein... Alter. Ich krieg sonst nie solche großen Gemälde hin. So eins meine ich doch. Ich hab's am falschen Block gesetzt. Nein. Och. Ein Bücherregal. Okay. Ja komm, das lasse ich da erstmal. Oh. Oh. Fuck. Genial. Echt. Sowas kriegen wir euch hin. Sowas kriegen sie nur hier zu sehen. Dummheit pur. So. Eigentlich könnte ich auch da so ein blaues und auf der anderen Seite auch. Noch, aber dann müsste hier das Bücher. Obwohl, nee, da kommen die Bücherregale hin, hier. Ja, genau. Das meine ich, das meine ich. Das meine ich. Ah, blau, fast. Fast. Die fliegen einfach schon wieder 10 Meter weit weg. Komm schon. Gib mir noch ein Bücherregal, bitte. Die Folge wird schon wieder viel zu lang. Und das nur, weil ich hier versuche, diese Bilder ranzukriegen. Komm, mach ich in der nächsten Folge. Das war es dann auf jeden Fall für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann gebt einen Daumen hoch und haut rein. Leute.